Verehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, ob wir das schaffen, werden wir sehen. Ich merke allerdings nur, in dieser Debatte haben wir bereits eine rot-rot-grüne Koalition hier im Haus. Vor zwei Tagen waren auch einige von Ihnen dabei, als wir hier in Berlin abends die Nacht der Landwirtschaft gefeiert haben und den Ceres Award verteilt haben. Wir haben unsere Landwirtschaft gelobt. Wir haben sie gelobt, wir haben sie der Anerkennung zugeführt, die sie braucht. Wir haben gelobt, dass die Landwirtschaft innovativ ist, dass sie produktiv ist, dass sie leistungsfähig ist. Und es war ein guter Abend, und ich denke, diese Landwirtschaft sollen wir auch weiterhin unterstützen. Und diese Landwirtschaft nimmt die große Herausforderung an, unsere Welt mit gesunden Nahrungsmitteln zu versorgen. Und da streiten wir jetzt sehr intensiv um die Gentechnik. Ist ja nicht heute das erste Mal. Wir wissen alle, dass ein Großteil unserer Bevölkerung draußen enorme Vorbehalte hat. Diese Vorbehalte sind allerdings weniger auf wissenschaftliche Erkenntnis gebaut, sondern mehr auf Emotionen. Wir haben ja heute gemerkt, welche Lobbyistenpartei am meisten diese Emotionen schürt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn die Bevölkerung den Anbau gentechnisch veränderten Organismen ablehnt, dann ist es für mich als Landwirt doch völlig nachvollziehbar, dass ich nicht etwas produziere, was der Verbraucher nicht will. Also nehme ich Abstand von Anbau von GVO. Und da brauche ich keine Lobbyistenpartei, da brauche ich keine komplizierte Gesetzgebung, sondern einfach ganz normalen Menschenverstand eines Landwirtes. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Entscheidungen sollten auf wissenschaftliche Grundlagen gefällt werden, wenn sie in der Politik fallen und nicht auf Emotionen. Und gerade das ist die Herangehensweise, wie sie es das Bundeslandwirtschaftsministerium macht mit seiner Gesetzesvorlage. Und mit dieser Opt-out-Richtlinie sind wir auf einem guten Weg. Die von Ihnen immer angeführte Flickenteppich in Deutschland, wenn Sie jetzt behaupten, wenn in 8 Bundesländern die Grünen die zuständigen Minister sind, das sind nur kleine Flicken in Deutschland, gut, können wir darüber diskutieren. Mir wäre es recht, wenn wir diese Flicken einmal rausreinigen würden, aber es wird sicherlich noch eine Zeit lang dauern. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir brauchen auch eine gewisse Rechtssicherheit bei dieser Verordnung, und deshalb ist es mir wichtig, überlegen wir lieber die eine oder andere Woche mehr, überlegen wir lieber die eine oder andere Zulassungsverfahren mehr, um diese Rechtssicherheit zu erreichen, um auch Planungssicherheit für unsere Bäuerinnen und Bauern draußen zu erreichen. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn wir immer über GVO-Anbau diskutieren, dann rede ich mit meinen Vermarktern. Und dann sagt mir meine Molkerei, wenn du mir GVO-freie Milch lieferst, dann bekommst du einen Cent Milchpreis mehr. Einen Cent und mehr nicht. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Entscheidung über GVO, die trifft man nicht bei Umfragen, die trifft man nicht in Internetbefragungen, die trifft der Verbraucher an der Supermarktkasse. Und das ist das Entscheidende. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Verbraucherinnen und Verbraucher haben es in der Hand, GVO-freie Lebensmittel zu wählen und auch zu kaufen. Und das ist auch ihren Preis wert, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und da sollten wir gemeinsam dieses Ziel erreichen, durch vernünftige, sachorientierte Debatten, wissenschaftlich fundierte Entscheidungen. Und dazu lade ich Sie alle ein. Vielleicht hat diese rot-rot-grüne Mehrheit noch mal den Mut, auch diese Diskussion mitzuverfolgen. Dankeschön.